Florian Kohfeldt hat bei uns im Verein schon sehr, sehr lange eine sehr, sehr hohe Wertschätzung. Er ist ja schon lange in den Trainerteams, speziell unter Viktor Skripnik, auch dabei gewesen, sowohl in der Jugend als auch in der U23 und in der Bundesliga. Darüber hinaus hat er jetzt seit einem Jahr die U23 in der Liga gehalten und er hat Spieler weiterentwickelt. Er hat eine klare Ansprache. Er ist ein sehr intelligenter, junger Trainer, sehr innovativ und deswegen sind wir, trauen wir ihm das zu, jetzt kurzfristigen Impuls zu setzen. Und wie schon gesagt, er wird auch in Überlegungen für eine Dauerlösung auch eine Rolle spielen. Wir haben nicht viel Zeit bis zum Freitagsspiel in Frankfurt. Deswegen war es für uns jetzt eben auch wichtig, dass wir jemanden kennen, der die Mannschaft auch kennt, der einen Großteil der Spieler eben auch kennt. Und jetzt nicht lange Anlaufzeit braucht, um Mittel zu finden, damit die Mannschaft am Freitag ein anderes Gesicht zeigt. Das ist mit Florian auch so besprochen, dass wir parallel eben Gespräche auch führen und den Markt weiter sondieren. Und dass die Frage nach der Weiterbeschäftigung unabhängig ist von dem Ergebnis am Freitag.